Hallihallo und willkommen mal wieder zu ein paar Neuigkeiten zum Minecraft 1.8.2 Update für die Xbox 360. Ja. Also, meine Leute, ihr wolltet ein Video, ihr kriegt ein Video. Also, es ist, ja, nicht viel zu sagen. Also, seit meinem letzten Video ist nicht viel passiert. Moment. So, jetzt sollte es nicht mehr zu laut sein. Hoffe ich mal. So. Ja, 4J postet nichts. Also im Moment ist da Totenstille, die posten hin und wieder mal irgendwas, aber nicht über den Verlauf des Updates, was jetzt gerade los ist da oder so. Aber was sollen sie da auch posten? Also seit dem 2. Oktober ist Minecraft 1.8.2 im Testing. Das Xbox Live-Team schaut nach Bugs und Fehlern im Spiel. Ja, und mehr ist da momentan nicht zu machen. Ein Test dauert maximal 10 Tage, das wisst ihr ja, glaube ich, schon. Und ja, mit dem Update ist spätestens oder maximal am 12. zu rechnen, also Freitag. Ist natürlich mal wieder so eine Aussage, die wieder nicht hundertprozentig sicher ist, weil 4J, wie wir wissen, immer noch nicht das Release bekannt gegeben hat. Es ist möglich, dass sie im Laufe der Woche jetzt morgen, übermorgen noch sagen, dass es am 12. kommt, aber ich will euch hier wieder nichts versprechen. Es kann am 12. kommen, muss aber nicht. Kann auch sein, dass es dann nächste Woche Mittwoch oder Freitag kommt, aber nächste Woche muss es einfach auf jeden Fall kommen. Das habe ich schon mal gesagt. Also diese Woche wäre ja schon noch, ja, okay, weil es ja gerade im Test ist, falls sie Fehler finden oder so. Aber seit 2. Oktober im Test, maximal 10 Tage, also kann man mit dem 12. als Release rechnen, muss aber nicht sein, habe ich ja gesagt. Also Freitag, Mittwoch, Freitag, das sind die Tage, die ihr euch merken müsst. Also ich habe auch gehört, manche meinten, es wird Dienstag oder Donnerstag erscheinen, also ich bin mir da jetzt überhaupt nicht sicher, weil ich habe euch bereits mal erklärt, Updates und so weiter, also Aktualisierung, Arcade-Spiele werden meistens nur, oder überhaupt Änderungen auf Xbox Live werden normalerweise nur mittwochs und freitags gemacht. Gut, das ist jetzt kein Update so gesehen, also das ist jetzt kein DLC bei Minecraft, das ist einfach ein normales Update, eine Aktualisierung. Ich weiß nicht, unter welche Kategorie das bei denen fällt, ob die das dann zwischendurch mal hochladen oder ob es auch nur auf Freitag und Mittwochs gemacht wird. Deswegen bin ich mir da jetzt auch nicht so sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass es so ist mit Mittwoch und Freitag. Deswegen der 12. kann es sein oder halt nächste Woche Mittwoch oder Freitag. Naja, ansonsten haben wir ja nicht viel zu sagen, weil die einfach nichts sagen. Ja. Die haben natürlich auch eine Liste veröffentlicht, was alles gefixt und gemacht wurde in dem Update und was alles neu ist. Ihr könnt euch gerne mal reinziehen auf Twitter. Oder guckt euch auf dem Kanal von 4J die Videos an. Da seht ihr auch das meiste. Hier zum Beispiel das vergammelte Fleisch und so ein Quatsch von den Zombies. Und Melonen. Aber naja, das sind wir bereits alles durchgegangen, das müssen wir jetzt nicht wiederholen. Hier auch die Hühner, ja, also mich wird oft gefragt, ob es möglich ist, Tiere jetzt zu farmen. Aber ich bin mir da nicht sicher, also es wurde gesagt, dass die Tiere nicht mehr despawnen, sprich, die bleiben dann da, wo man sie gefangen hat, denke ich mal. Also so habe ich es aufgenommen. Weiß nicht genau, was despawn jetzt heißt. Ob man sie jetzt direkt füttern kann und so, wie man es aus der PC-Version kennt, weiß ich nicht. Aber naja, es sieht ja schon stark danach aus, dass man die Viecher hier behalten kann und die dann halt Eier und sowas droppen für uns, zum Beispiel die Hühner jetzt hier. Oder wie, ja, ein tolles Bild für Gronkh, ne? Ja, also nichts Besonderes im Moment. Hier natürlich auch Rindfleisch, Äpfel und so ein Quatsch. Ja, mehr kann ich euch momentan leider nicht sagen. Ich biete euch natürlich weiterhin an, um die Wartezeit vielleicht etwas angenehmer zu gestalten, könnt ihr mit mir zocken. Ihr müsst nur eigentlich mich darauf ansprechen, weil
Ich habe natürlich einen extra Account angelegt bei Xbox Live, Let's Play Onkel, und da sind nicht die Spiele gelistet, weil ich werde die jetzt bestimmt nicht alle in die Xbox werfen, damit die in der Liste sind. Bis jetzt ist, glaube ich, nur Minecraft drin. Und sonst, ich habe eine Menge Spiele. Wie gesagt, das Video kommt ja noch, wo ihr euch sowieso aussucht, was wir Let's Playen später mal. Naja, mein Gamertag ist Let's Play Onkel. Ihr könnt mich gerne adden. Bis dahin, aber. Also, der 12. könnte es sein. Ich verspreche euch wieder nichts. Naja, also. Der 12. oder nächste Woche auf jeden Fall Mittwoch oder Freitag. Also, wenn nächste Woche dann nicht kommt, dann weiß ich auch nicht, was mit 4J los ist. Dann sind die uns eine fette Erklärung schuldig. Aber ich gehe mal davon aus, Freitag, Mittwoch oder nächsten, dann der Freitag, wird es endlich soweit sein. Und wir können ein paar Endermans verprügeln. Enderman! Yeah! Also dann weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Wenn es euch gefällt, natürlich abonnieren, um nichts zu verpassen. Ich bleibe natürlich auch auf dem Laufenden, wenn es dann um das 1.9 Update irgendwann mal geht. Also, naja, sobald mein HDP VR kommt, oder ich die eher gesagt bestellt habe, und die dann da ist, geht das sowieso los. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Ich werde erstmal ein paar Parts vorbereiten. Ja, und sobald wir dann Neuaufnahmen machen, werde ich euch natürlich Bescheid sagen, damit ich eure Tipps und Tricks und so weiter und so fort in meine Let's Plays mit einbauen kann. Bis dahin, viel Spaß noch auf YouTube, mein Kanal, wie gesagt. Ja, ich hoffe, es war hilfreich. Bis denn.